Shalom! Der Herr segne dich heute an diesem Vortag zu Pfingsten. In Israel ist das Pfingstfest schon in vollem Schwung. Ihr Lieben, es gibt so viele Fragen, die Christen haben bezüglich des Pfingstfestes. Was ist wirklich die Bedeutung von Pfingsten? Der Begriff Pfingsten stammt aus dem Griechischen und heißt Pentekoste und bedeutet 50. Er bezieht sich auf das Fest, das am 50. Tag nach Pessach gefeiert wird und in der rabbinischen Tradition auch als Fest der Wochen und Fest der 50 Tage bekannt ist. Was ist die Bedeutung von Pfingsten in der Bibel? Pfingsten im Neuen Testament, der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger Jesu herabkam, ist Pfingsten in der Bibel. Pfingsten ist der griechische Name für Shavuot. Halleluja. Das Erntefest der Israeliten im Frühjahr, das stattfand, als der Heilige Geist kam. Ihr Lieben, ich muss jetzt kurz unterbrechen, denn diese Donner ist sowas von prophetisch. Wir sind in Uganda am Ende der Regenzeit. Sowas hört man im Mai nicht mehr in Uganda, denn das bedeutet Regen. Wir hatten zwar in der Regenzeit so viel Regen, dass leider in manchen Gebieten zu viel Regen war und es große Landrutsche gegeben hat, denen wir in dieser Woche viel Essen bringen werden, weil sie in Schulen sind, ihre Häuser sind heruntergerutscht von den Bergen. Und das ist jetzt prophetisch, dass jetzt um diese Zeit, wo wir in Uganda nie vom Donner hören, Ende Mai fängt die Trockenzeit an. Aber in den himmlischen Örtern fängt jetzt die Regenzeit des Heiligen Geistes an. Und Gott macht alles nach seinen Vorstellungen, nicht nach unseren Vorstellungen. Okay? Habt ihr es kapiert? Gott spricht eine neue Sprache. Für ihn ist nichts unmöglich. Nichts. So, was war Pfingsten vor dem Heiligen Geist? Das jüdische Pfingstfest Shavuot war in erster Linie eine Danksagung für die Erstlingsfrüchte der Weizenernte. Aber später wurde es mit einer Erinnerung an das Gesetz verbunden, das Gott Moses auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Die Taufe wurde sowohl zu Beginn Ostern als auch am Ende Pfingsttag der Osterzeit gespendet. Warum kam der Heilige Geist am Pfingsten? Das erste Pfingsten kommt von einem jüdischen Erntedankfest namens Shavuot. Die Apostel feierten dieses Fest, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Die Passanten dachten zuerst, dass sie betrunken sein müssten. Aber der Apostel Paulus sagte der Menge, dass die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt seien. Mich hat jemand einmal gefragt von den Verwandten. In Österreich. Maria, du bist doch Christ. Sag ich, ja. Hast du nicht so viel Freude als Christ? Sag ich, du lieber, wenn einer ein Recht hat, Freude zu haben, dann bin ich es. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wer mein Leben in der Hand hat. Ich weiß, wo meine Quelle des Lebens ist. Ich weiß, wer mich gestorben ist, damit ich leben kann. Ihr Lieben, wir Christen sollten die zuversichtlichsten, fröhlichsten Menschen dieser Welt sein. Also welche Rolle spielt der Heilige Geist an Pfingsten? Nach Pfingsten, in Apostelgeschichte 2, und das könnt ihr selber lesen, lest Apostelgeschichte 2, würde der Heilige Geist Juden und Heiden gleichermaßen zur Verfügung stehen, um jeden zu verurteilen, zu regenerieren, zu bewohnen, zu befähigen, der Christus als seinen Erlöser annehmen würde. Zu wem ist der Heilige Geist am Pfingsten gekommen? Der christliche heilige Pfingsttag, der 50 Tage nach dem Ostersonntag gefeiert wird, also nach der Auferstehung, gedenkt des Herabkommens des Heiligen Geistes auf die Apostel und andere Nachfolger, Jesu Christi. Während sie in Jerusalem das Wochenfest feierten, wie da in der Apostelgeschichte beschrieben ist, Apostelgeschichte 2, 1 bis 31. Heute gebe ich euch ein bisschen Aufgabe. Lest Apostelgeschichte, das zweite Kapitel, und ihr werdet sehen, wie Gott euch da Erkenntnisse geben wird, Erkenntnisse des Heiligen Geistes. Wir können auch über die historischen und biblischen Ursprünge dessen lesen, was wir heute als Pfingsten erkennen. Und das finden wir im 2. Mose 23, 14 bis 19, im 3. Mose 23, 15 bis 16 und im 5. Mose 16, 10.
Pfingsten ist eines von den drei bedeutendsten jüdischen Festen und wird auf Griechisch als Wochenfest bezeichnet. Es ist ein herausragendes Fest im jüdischen Kalender, mit dem Gott gefeiert wurde, der ihnen 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten die 10 Gebote gab. Gott wies sein Volk an, das Fest der Wochen zu feiern, das 7 volle Wochen, 49 Tage, plus einen Tag nach dem Passafest stattfinden sollte, was 50 Tagen entsprach. Es wurde auch das Fest der Ernte genannt, an dem die Juden die ersten Früchte ihrer Frühlingsernte opferten. Das jüdische Gesetz verlangt von allen erwachsenen jüdischen Männern, von wo auch immer sie lebten, nach Jerusalem zu kommen, um persönlich bei der Feier dabei zu sein. Ihr Lieben, ob ihr es eingestehen wollt oder nicht, Israel ist immer noch der Erstgeborene und die gesamte Menschheit ist gebunden an die Geschichte Israels. Je besser ihr die Geschichte Israels erkennt, auch die geistliche Geschichte, aber in Israel ist, war immer alles beisammen, umso mehr erkennt ihr die Zeichen der Zeit. Also dies ist der Kontext, in dem Apostelgeschichte 2 beginnt und sagt, als der Tag des Pfingstfestes kam, wohnten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus allen Nationen unter dem Himmel. Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libyen und Rom, Kreta und Araber. Apostelgeschichte 2, 1, 5 und 9 bis 11. Als der Heilige Geist am Pfingsttag ankam, sollte er symbolisieren, dass er die neue Erstlingsfrucht der kommenden geistlichen Ernte Gottes war. Das zweite Kommen Jesu und die Erlösung seiner Kirche. Patrick, es fängt an zu regnen. Okay. Und wir erfahren auch, ihr Lieben, dass da hat der Dienst begonnen. Da hat die Kirche begonnen. Am Pfingsten wurde die Kirche nicht nur ermächtigt und ich würde sagen, der Leib Christi. Denn Kirche verbinden wir so sehr mit Denominationen, mit Konfessionen, mit Gebäuden. Auf alle Nationen und Volksgruppen wurde Reich Gottes ausgedehnt. Das Heil kommt von den Juden. Im Alten Testament hatte sich Gottes Wirken meist auf eine ethnische Gruppe konzentriert, das Volk Israel. Aber an Pfingsten dehnte Gott sein Reich auf alle Nationen aus. Auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Rumänien, nennt sie alle, Ungarn, Griechenland, Italien, alle Nationen der Welt. Der Geist Gottes zeigte dies, indem er die Gläubigen befähigte, in Fremdsprachen zu sprechen. Die haben auch Fremdsprachen gehabt, die von Völkern verstanden wurden, die sie nie gekannt hatten, sodass sie das Evangelium mit Menschen aus allen Nationen unter dem Himmel teilen konnten. In der Apostelgeschichte 2,6 sagt Petrus der Menge in Jerusalem, dass der Geist auf alle Menschen ausgegossen werde, damit jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werde. Apostelgeschichte 2,21, der Heilige Geist heute aufgrund von Pfingsten kann Jesus nur durch seinen Heiligen Geist persönlich bei jedem Gläubigen auf der ganzen Welt anwesend sein. Weil der Heilige Geist in uns wohnt, das lesen wir in 1. Korinther 3,16, ist er etwas, das niemals weggenommen werden kann. Jesus hat uns im Johannesevangelium 14 bis 16, die drei Kapitel, versprochen, dass der Geist uns Frieden, Mut, Trost und Führung geben wird, alles, was wir brauchen. Und weil Pfingsten ein so wichtiges, die Geschichte veränderndes Ereignis war, haben sich viele Christen in Europa bis in die Gegenwart daran erinnert, insbesondere an christlichen Traditionen, die einem Kirchenkalender wie der anglikanischen Kirche folgen. Ihr Lieben, betet, dass der Heilige Geist euch in die Wahrheit führt, die frei macht, dass der Heilige Geist überführt von allem, was in euch noch schmerzhaft ist, wo die Liebe Gottes noch heilen muss, wo die Wahrheit euch noch ergreifen muss, wo das Leben Jesu Christi euch ganz neu geoffenbart wird. Ich lese euch jetzt noch ein Gebet vor. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für die Gabe des Heiligen Geistes, die uns die Fähigkeit gibt, die richtige Richtung zu erspüren und zu entscheiden, wann immer du mit großen Krisen wie Covid-19, Pandemie und vielen anderen kritischen Zuständen und Krisen konfrontiert warst.
die schließlich eine Lösung mit zusätzlicher Einsicht erforderten. Wir danken dir für die geistliche Führung und die politische Führung. Und da möchte ich jetzt besonders für Uganda danken, denn da alleine erlebe ich es. Die deine Kirche in dick und dünn geführt haben. Für die Sicherheitsführer, denen du auch die Fähigkeit gegeben hast, große Entscheidungen zu treffen für die Geschäfts- und Unternehmensleiter, die in der Lage waren, das Unternehmen durch diese wirtschaftlichen Stürme zu führen. Heute können die Uganda bezeugen, dass wir in göttlicher Gesundheit wandeln. Kein einziger Todesfall in Uganda. Danke, Vater. Und wir leben ständig in einem friedlichen Land, das sowohl lokal, national als auch international sicher ist. In Jesu Namen, im Namen Jesu. Amen. Freut euch, freut euch. Ihr seid nicht alleine. Der Heilige Geist ist mit dir. Lade ihn ein. Frag ihn. Er wird dir Antworten geben für alle deine Fragen. Shalom, Shalom.